Hallo miteinander. Im letzten Tutorial haben wir gelernt, wie man mit Bootstrap Knöpfe machen kann und auch so Dropdown-Menüs. Das ist eine tolle Sache. Eigentlich hätte ich jetzt gerne euch gezeigt, wie man mit Bootstrap auch entsprechend die Icons einbauen kann. Die waren nämlich in Bootstrap 3, wenn ihr das zurückschaut. Würden jetzt als nächstes die Glyphicons kommen. Die Glyphicons sind eine tolle Icon-Sammlung, die man in Bootstrap Native gleich mitkriegte. Und da hatte man ganz viele Tausende von Glyphicons. Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert. In Bootstrap 4 ist es leider so, dass die Glyphicons nicht mehr mitgeliefert werden und deshalb ist auch jetzt hier nichts mehr von Glyphicons drin. Die Lösung ist, ihr installiert die sogenannten Icons, die heißen Font Awesome. Font Awesome ist eine Website, ihr könnt die selber mal auftun auf Font Awesome Start. Und hier seht ihr Informationen über diese Icons-Sammlung. Alles ein bisschen kompliziert. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen durchgeklickt und kann euch zeigen, wie ihr die installieren könnt. Also zuerst müsst ihr mal die Fonts runterladen, weil eigentlich könnt ihr sie auch ohne runterzuladen direkt einbinden. Aber ich habe eigentlich lieber diese Icons bei mir auf dem Desktop bzw. auf dem Server, wo meine Webseite läuft und nicht irgendwie von extern irgendwelche Links. Deshalb versuchen wir doch die mal runterzuladen. Es gibt eine Gratis-Version, Font Awesome Free for Web. Ihr könnt dort auf Font Awesome und dann on the Web Download die da runterladen. Wenn ihr die habt, entsprechend öffnen. Und das ist ein Ordner, ein ZIP-File. Das ist ziemlich groß, da hat es über 1600 Dateien drin. Wir nehmen die also mal jetzt da in unseren Ordner rein, kopieren die und schieben die darüber. Das geht einen Moment, bis nämlich entsprechend alle 1600 Elemente entpackt sind. In dieser Zeit schauen wir mal an, wie man das einbindet. Also zuoberst kommt ein Link, ein Stylesheet. Wir können eigentlich genau das nehmen, was auch schon hier verwendet wird. Aber wir werden es ein bisschen säubern. Wir gehen zurück zum HTML-File. Dort unterhalb vom Bootstrap-Einbindung des CSS werden wir jetzt neu Font Awesome einbinden. Font Awesome werden wir umbenennen. Gehen wir zurück in den Ordner. Das ist jetzt da drin. Wir nennen diesen Ordner um, einfach nur Font Awesome. Punkt. So, also ohne Punkt. Und dann können wir hier die Einbindung auch so machen. Wir sagen Font Awesome, das Verzeichnis, und dann direkt in den CSS-Ordner All CSS und alle Integrity Check und so weiter brauchen wir jetzt nicht, weil wir haben die jetzt bei uns lokal. Testen wir doch mal, ob das klappt. Einfach nur schnell zum Schauen. Im Tutorial ist es angegeben, E, Class und so weiter. So kann man sie dann einbauen, die Icons. Zeige ich euch gleich, wie das geht. Also schieben wir das rein und testen mal, ob da entsprechend was angezeigt wird. Tatsächlich, da kommt eine kleine Uhr. Das ist doch schon mal ein großes Erfolgserlebnis. Jetzt, wie kann man die ändern? Wie sind diese Icons aufgebaut? Es ist ziemlich simpel. Ihr könnt da schauen, Font Awesome Icons 5. Da gibt es eine riesige Ladung von kostenlos einfach einzubindenden Icons. Es gibt dann die Möglichkeit, einige haben S wie Solid, so dickes, dick ausgebaut, andere sind Regular mit R. Also Font Awesome Solid, das wäre dann die Clock, die Uhr, und Font Awesome R Regular wäre dann ohne Uhr. Jetzt, da dieses Einbinden klappt, können wir diese Icons einsetzen an verschiedenen Orten. Ich zeige es euch mal jetzt, wie man das tun kann im Menü. Im Menü haben wir die Möglichkeit, quasi neben dem Text auch noch Icons einzubauen. Das ist immer sehr praktisch, wenn man als Benutzer
auf den ersten Blick verstehen will, was handelt sich bei diesem Knopf. Und das geht jetzt wirklich sehr simpel. Man fügt einfach dieses i entsprechend ein und hat dann entsprechend hier einen Knopf und dann wäre dann klar Uhrzeit oder irgendwie Stopp oder irgendwas. Und dann hat man eben da noch das Icon, das passt. Also mit dem i wie Icon könnt ihr einfach diese Icons von Font Awesome einbauen. Und jetzt gibt es da, wie gesagt, tausende von Möglichkeiten, irgendwelche Striche, Pfeile, Figuren, Tiere und so weiter. Nicht Katzen, das sind ja Chats. Könnt ihr da entsprechend einbauen. Also da habt ihr die Möglichkeit, machen wir mal ein kleines Herzchen. Kopieren wir das da rein. Herz, oder? Und in dem Zusammenhang kopieren wir da. So, passen das an entsprechend. Voilà. Und schon wird auch rechts da dieses Herz angezeigt. Und das Coole ist, wenn man jetzt da sagt, man möchte jetzt das wechseln auf Dark, dann wird auch die Farbe des Herzens auf Weiß gewechselt und so weiter. Alles passt sich eigentlich ideal an entsprechend. Und auch die Untermenüs, die wir da hatten, auch da gibt es die Möglichkeit, ganz viele Figuren einzubauen. Und so habt ihr schnell die Möglichkeit, sinnvolle Menüs und so weiter euren Dropdown-Punkten einzubauen. Voilà, jetzt mal schauen, was das Schönes Farbiges gibt. Da hat es noch einen kleinen Fehler drin. Irgendwo ist er nicht zufrieden. Das könnte an diesem fehlenden i, das, wo man das Ganze noch schließen muss, liegen. Voilà. Genau. Und schon kommen auch die im Untermenüpunkte mit Icons schon viel lebhafter daher. Also viel Spaß im Rumstöbern in diesen tausend von Icons von Font Awesome. Ist wirklich eine awesome Sache. Ihr habt da wie gesagt hunderte, wenn nicht sogar tausende von Icons zur Verfügung und könnt so eure Websites viel spannender und attraktiver machen. Bis zum nächsten Mal.